Sörens Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und wir sehen jetzt von Mayfair Games Agricola die Familienedition. Ich werde es komplett für euch durchspielen. 14 Runden, 5-mal Harvesten oder 6-mal, ich weiß es gar nicht auswendig. Und dann sehen wir uns gleich dabei wieder. Es geht los. Ich tue mich ja immer schwer, bei sowas eine echte, brillante Strategie herauszufinden. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so eine gewisse Schleue, was es angeht. Und ich nehme mir als allererstes mal hier ein Korn. Und der zweite Arbeiter geht hin und baut ein Feld hier. Zack, ich habe immer das Gefühl, ich habe so eine gewisse Schleue, so ein gewisses Gefühl dafür, was gut ist. Aber ob ich das wirklich habe, weiß ich nicht. So, wir schieben ihn schon weiter in Runde 2 und damit kommen hier weitere Baustoffe hin. Ihr seht, hier kommen wieder 3 Holz hin. Das ist natürlich ganz besonders gut, weil das ja viel ist. Also ein Lehm, ein weiterer hiervon, 3 Holz, ein Schaf. Und ein weiteres Futter. Die beiden Jungs kommen zurück und wir spielen schon Runde 2. Ja, nun habe ich das natürlich, nun muss ich das auch anpflanzen, denke ich. Das ist quasi hier das Erste, was ich machen sollte. Also nehme ich den und anpflanzen bedeutet 2 weitere raufkriegen. Zack, das war eindeutig die erste Runde. Und was mache ich jetzt hiermit? Hole ich mir einfach hier schon richtig Holz. Schafe bringt nichts, weil ich es noch nicht habe. Davon scheint mir noch zu wenig zu sein. Futter wäre natürlich auch, weil ich es irgendwann brauche. Aber ich denke mal, 6 Holz ist schon etwas, wo ich mit richtig arbeiten kann. Ich hole mir mal hier 6 Holz. Damit kann ich arbeiten, die nächsten verbleibenden ersten Runden sozusagen. Ja, auch das ist schon Runde 2 gewesen. Die beiden kommen wieder zurück. Wir gehen jetzt in Runde 3. Und was macht man dann in Runde 3? Als allererstes natürlich hier wieder auffüllen. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja für mich als Spieler ganz wichtig. Das ist ja quasi mein mögliches Einkommen. Und ihr seht jetzt hier, werden die Sachen schon viel interessanter. Ja, in Runde 3 nichts, da hilft es nichts. Das hier ist, denke ich, eine Alternative, die ich gut finde. Und meinen zweiten Arbeiter, da bin ich jetzt fast gewillt, hier zum Lehm zu gehen und schon mal meine Leute umzurüsten später. Aber da tue ich mich jetzt auch schwer. Ob ich das will. Ich könnte jetzt auch eine Weide anfangen zu bauen, denn die Weide, die bringt mir ja immerhin Tiere. Ich habe aktuell 6 Holz. Das heißt, ich könnte zum Beispiel so eine richtig fette Weide kaufen. Denn ob ich später noch Holz brauche, ich brauche hier nochmal Holz, aber so richtig tief verankert ist meine Liebe zu Holz im Moment nicht. Und deswegen bauen wir mal hier ruhig so eine Weide mit meinem gesamten 6 Holz, die ich genommen habe. So einen richtig fetten Schinken. Der hier, den kann man natürlich schön hier hinsetzen oder hier. Der sieht gut aus, aber nicht kleckern, klotzen heißt es. Bei Runde 3, meine Jungs kommen nach Hause und so langsam muss ich an Futter denken. Aber da gibt es ja glücklicherweise einen Platz für hier. So, hier, die Felder werden schon richtig voll hier und jetzt kommen wir zu Runde 4. Nach Runde 4 muss ich füttern, das heißt, einer meiner Arbeiter muss auf jeden Fall hierhin und fischen gehen und damit habe ich immerhin schon mal 6 Futter. Nächste Runde hätte ich gerne einen neuen Raum. Kriege ich einen neuen Raum? Noch nicht ganz. Dafür muss ich hier noch ein paar Sachen machen und ja, da hilft es also nichts. Ich muss hier also nochmal hin und den Lehm abräumen. Auch wenn mir der Lehm noch nicht viel bringt an dieser Stelle. Übrigens, weil da liegen ja nur 5 und 5 ist nicht genug. Ich bräuchte eigentlich 6 wenigstens, um das zu machen. Holz brauche ich nur 5, aber dann brauche ich ja 2 dieser Strohs. Oder ich hole mir die Schafe, die brüten wenigstens nächste Runde. Und weißt du was, das mache ich. Zack, Schafe geholt und dann kommen meine kleinen Schafe hier auf die Weide. Da dürfen bis zu 6 stehen. Okay, 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 das war Runde 4. Die Jungs kommen zurück hier und wir gehen in Runde 5 und die allererste Harvest-Phase passiert. Als allererstes vom Harvest kommt ein Getreide zurück. Das wissen wir schon. Als nächstes muss ich meine Leute füttern, 2 pro. Das heißt, ich muss 4 meiner 6 Futterressourcen abgeben und
Ich hab's euch erzählt, ein Schaf brütet ein neues Schaf aus. Also hier Nummer 5. Und wir gehen direkt in Runde 5, füllen aber noch erst einmal auf. Zack, zack, zack. Und jetzt seht ihr, kommen hier schon richtig anständige Summen von Gütern in Runde 5 zusammen. Guckt euch mal, was da so liegt. Und in Runde 5 darf man das erste Mal neue Arbeiter bauen. Also direkt hier rein, das ganze Holz abgeräumt. Ordentlich Holz gemacht hier sozusagen. Und der nächste geht hier hin und damit produziere ich ein neues. Und da habe ich mich natürlich schon versehen, das geht ja nicht. Der nächste geht hier hin, weil ich ja erst ein Haus haben muss und produziert 4, 5 Holz und ein davon. Steht drüber, was man braucht. Jetzt darf ich für 2 weitere Holz einen Schuppen kaufen und das mache ich. Hier 2 weitere Holz und einen Schuppen. Ja, ordentlich was ausgegeben. Die Leute kommen zurück am Ende der Runde und es geht weiter. Natürlich damit hier wieder die Sachen aufzufüllen. Das kennen wir ja schon nicht anders. Und ja, jetzt wird es hier, wo ist mein Lehm und wo ist der hier? So, und bald brauche ich jetzt den Lehm hier. Den muss ich bald abernten. Aber ich habe ja noch ein paar Runden. Also, erster, das hatte ich schon. Oh, das Haus habe ich ganz vergessen zu nehmen. Boop, hier ist es. So, jetzt habe ich Platz für das Haus. Also entsende ich den ersten Arbeiter dahin. Der reproduziert sich. Ich habe vergessen, hier entsteht jetzt ein Wildschwein. Und was macht der zweite hier in Runde 6? Und auch das scheint für mich eindeutig. Ich gehe hier hin und baue mir dieses Gebäude hier. Damit kann ich nachher Schafe in Futter umwandeln, so oft ich will. Das ist, glaube ich, bei meiner Schafstrategie, die ich hier habe, genau das richtige Gebäude. Das kann man hier so ein bisschen zur Seite legen. Das ist nicht direkt verbunden. Kann man aber auch hier ranlegen, wie man das gerne möchte. Ja, das war auch schon die Runde 6 zu Ende. Und weiß ich nicht, machen wir noch eine, bevor der nächste Schritt kommt? Ich denke, wir gehen mit den 3 neuen Arbeitern dann in die nächste Runde von Agricola Family Edition. Das war Nils Cyrils Brettspiele durchgespielt aus dem Hause Mayfair. Und wir sehen uns gleich wieder zur 7. Runde. Bis dahin, alles Gute, euer Nils. Tschüss.